Hi, ich bin der Teepapst. Ich habe Matcha-Tee nach Europa gebracht. Meine Mission ist es, dass du länger, besser und gesünder lebst. Heute beschäftigen wir uns mit Bubble Tea. Wow, was ist das Besondere am Bubble Tea? Let's check it out! Bubble Tea, das ist ein Trend, der kommt aus Asien. In Asien ist Bubble Tea das Jugendgetränk schlechthin und wird jetzt auch bei uns immer beliebter. Schauen wir uns das gleich an. Heute ist der erste Tag in der Stadt, wo wir über 30 Grad haben werden in diesem Jahr. Und immer wenn es richtig heiß wird, ist Bubble Tea Saison. Was das Besondere an Bubble Tea ist, das sind Tees, die gesüßt sind und die drinnen besondere Stückchen haben. Stückchen im Tee? Schauen wir mal. So, wir gehen jetzt hier über den Graben in der wunderschönen Stadt Wien und sind auf der Suche nach einem Bubble Tea Laden. Inzwischen gibt es in der Stadt schon jede Menge Bubble Tea Läden auf den verschiedensten Ecken. Heute ein echt warmer Sommertag. Noch ist Vormittag, also kann ich mein Jackett anlassen. Extra für euch. Aber am Nachmittag kriegen wir über 30 Grad. Wow! Übrigens folgt ihr ja gerade dem Teepapst auf dem Weg zum Bubble Tea Laden. Hier noch ein Tipp, folgt mir auch auf diesem Kanal, drücke auf Abonniere und wenn du regelmäßig Updates bekommen möchtest, wenn hier Action ist in Bezug auf Tee, dann aktiviere die Glocke. Okay, hier sind wir bei Teeamo und wir gucken mal, was die für einen Bubble Tea haben. Bin ich gespannt, oder? Ich hätte gerne ein Matcha Latte mit Hafer. Klein bitte. Kannst du ein Eis machen? Ja, mit Tapioca. Wobei, warte mal, du hast da Matcha Tofu als Topping? Achso, hast du nicht. Kannst du mir den ohne Süße machen, den Matcha Latte? Ihr süßt den nicht. Cool. Dann einfach mit Tapioca bitte. Okay. Mit Hafermilch bitte. Okay, Matcha Latte on Ice mit Hafermilch. Und hier gibt es coole Toppings. Tapioca, der Klassiker, den werde ich probieren, aber es gibt hier alles Mögliche. Jellies, Pudding. Sehr spannend. Und ich kriege ihn ungesüßt, darauf freue ich mich schon. Okay. Und wir haben jetzt Bubble Tea, ganz cool, hier einen Matcha Latte geholt, Eislatte. Und der Klassiker unter den Bubble Teas ist der hier, Taro Latte, ist der Klassiker. Erzähle ich gleich mehr dazu. Was sind Bubble Teas? Bubble Teas sind kalte Tees mit oder ohne Milch und mit Toppings drinnen. Das sind Tapioca-Perlen, das ist der Klassiker. Matcha und Taro, das sind die zwei Klassiker. Und das Coole an der Sache ist, die sind sealed, das heißt, hier kommt nichts raus, solange du den Strohhalm nicht reinsteckst. Beide natürlich schütteln, bevor es losgeht. Und dann geht's auch schon los. Matcha Bubble Tea. Okay, recht süß. Aber Hafermilch, passt gut. Die Tapioca sind deswegen lustig, weil du trinkst und gleichzeitig kaust. Ist basic, aber geil. Okay, Matcha und Bubble Tea, check. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir auch gleich
Taro. Jetzt. Taro Latte ist, wenn ich zu einem Bubble Tea Laden gehe, ist meistens Taro mein Favorite. Taro Latte ist übrigens kein Tee. Taro ist die asiatische Süßkartoffel. Ist meistens so violett-pinkisch. Schmeckt mega, mega lecker. Kein Koffein. Auch eine Empfehlung. Matcha Latte oder Taro Latte. Die zwei sind die Bubble Tea Klassiker. Und jetzt erzähle ich euch gleich etwas mehr zum Thema Bubble Tea. Kommt mit.